spinnt. Ach ja, wie kommst du denn darauf? Carla, hast du nicht gesehen, wie toll mein Schwanz immer hinter mir herzischt? Total tupfig und super windschlüpfrig. Und seht euch mal das an. Mein Schwanz kann sogar super Versteck spielen. Kaum seht ihr ihn, schon ist er weg. Er ist mal hier und mal dort. Der ist so beweglich wie eine Schlange. Seht ihr? Ja, das ist wirklich ein total biegsamer Schwanz, den du da hast, Bo. Freu dich lieber nicht zu früh, kleines Gepardenschwänzchen. Mama hat ja meinen Superschwanz noch nicht begutachtet. Er ist lang, total flippig und er hat schwarze und weiße Streifen drauf. Diese flippigen Streifen erinnern mich daran, dass schwarz-weiß die Modefarben der Saison sind. Ja, du hast auch einen sehr tollen Schwanz. Echt beneidenswert. Oh. Wow, die können sich mit ihren Schwänzen sogar am Ast festhalten. Ganz genau. Und so ein Kunststück, das schaffen nur Pip, Chip und Kip. Affen haben wirklich die coolsten Schwänze. Gleich nach meinem natürlich. Oh, es gibt noch viel mehr Schwänze, die ihr berücksichtigen müsst, bevor hier der erste Preis verliehen wird, Bo. Zum Beispiel der von einem Pfau. Oder die von Warzenschwein. Die von Erdmännchen. Oder von Gnus. Und die alle haben echt coole Schwänze? So ist es, Max. Manche sich wie Schlangen winden. Bei anderen sich Federn finden. Manche kreisen wie ein Reifen. Andere auf dem Boden schleifen. Manche wedeln mächtig munter. Mit anderen fällt man nie herunter. Schwänze sind eine ganz wunderbare Erfindung. Und die Erfindung sollten wir feiern. Indem wir jetzt alle mal ganz kräftig mit unseren Schwänzen wedeln. Ja, das machen wir. Es geht doch nichts über ein fröhliches Schwanzwedeln, oder? Ja, start frei zum fröhlichen Schwanztanz. Du musst auch mit dem Schwanz wedeln. Ja, zeig uns mal, was dein Schwanz so drauf hat. Naja, also mein Schwanz ist grau und kurz, soweit ich das beurteilen kann. Ach ja, und er hat am Ende ein Haarbüschel. Kannst du damit irgendwas greifen? Naja, nicht wirklich. Ich verstehe. Okay,